passing the finish line. That's gonna be what I will have to say and what I will have a chance to say in about, I'd say, 100 seconds. That's why we are right now waiting for gate number 20 nach 12, das Finale in der Kanuslalom-Weltmeisterschaft. Der Dame, es hat begonnen, im Wildwasserkanal in Prag. Jasmin Schornberg ist auf der Strecke, hat noch keinen Fehler gemacht, ist jetzt an Tor Nummer 6. Das klappt technisch ganz, ganz gut. Die Konkurrentinnen vorher, die haben alles schon mal gepatzt. Es sieht eigentlich theoretisch relativ einfach aus, hier eine Medaille heute mitnehmen zu können. Jasmin Schornberg, Tor 9, das Aufwärtstor, auch das ist geschafft. Natürlich sind die Fans wieder da, die Tribüne hier in Prag an der Moldau ausgebucht mittlerweile. 1800 gehen drauf und werden das jetzt gleich hier richtig, richtig laut machen, um Jasmin Schornberg nach unten zu tragen. Und an der Welle, auch das schafft sie relativ schnell ohne Berührung. Ein schwieriges Tor, Tor Nummer 12. Jetzt muss sie sich drehen und auch da kommt sie ohne Fehler durch. Tor 14. Jetzt Jasmin Schornberg macht sich klein, schafft auch dieses Tor. Am 15. auch vorbei. Jetzt kommt das 16. Ein Aufwärtstor. Das noch sauber mitnehmen und auch das funktioniert. Jasmin Schornberg weiß, sie kämpft sich ins Rennen. Rückwärts durch die 17. Jetzt hat sie eine Berührung. Ist trotzdem noch schneller als die bislang Führende, als Emily Fair. Das ist die Olympiasiegerin. Heißt jetzt auf Platz 1, sie hätte eine Medaille sicher. Sie ist die Drittletzte, die gestartet ist. Und sie ist jetzt an einem der letzten Tore. Tor 21, da kämpft sie sich durch. Auch das klappt. Jetzt noch ein Aufwärtstor und zweimal abwärts. Und dann kann es was werden. Zeitlich wird das ganz, ganz eng. Jetzt noch einmal hoch. Jasmin Schornberg wird angefeuert. Tor 23 und jetzt nur noch runter. Sie muss jetzt runtergetragen werden. Nein, sie berührt auch das vorletzte Tor. Das ist nochmal ein Kontakt. Das kann sie die Medaille kosten. Sie kommt jetzt nach 118. Und das bedeutet schon jetzt nur Platz für Jasmin Schornberg. Da haut sie sich das Paddel selbst in den Kopf. Weil diese zwei Sekunden, dieses vorletzte Tor, an dem auch Sebastian Schubert schon gescheitert ist. Sie ist zumindest durchgefahren, aber so eng, so eine Kampflinie, dass sie das berührt hat. Und es am Ende eben nicht reicht, um eine Medaille aus Prag mitzunehmen. Würde man die zwei Sekunden abziehen, hieße das Platz 2. Aktuell ist es nicht geworden. Jasmin Schornberg im Moment Vierte und zwei Starterinnen kommen noch.